Ganz Köln hasst die AfD. So sehen es zumindest die Demonstranten hier am Abend. Es sind viel mehr Menschen gekommen als erwartet. Es ist oft von der schweigenden Mehrheit die Rede. Ich glaube, die Mehrheit möchte diese ganzen Nazis nicht. Die Rechten werden mehr und man hört es ja überall. Also es ist kurz vor 12. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie auf einer Demonstration. Aber jetzt geht los. Anlass der Demo? Ein Geheimtreffen von Rechtsextremen mit AfD-Politikern, auf dem über die Massenvertreibung von Migranten fantasiert wurde. Für viele ist das Maß voll. Einige Politiker liebäugeln gar mit einem AfD-Verbot. Vizekanzler Habeck spricht im Stern von hohen Hürden, sagt aber auch: Sollte sicher nachgewiesen sein, dass eine Partei das Land in einen faschistischen Staat verwandeln will, gehört sie verboten, egal wie stark sie ist. Viele sehen das anders, wie CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach am Abend bei RTL Direkt. Ich bin dagegen. Etwas Besseres kann der AfD überhaupt nicht passieren. Ein AfD-Verbotsverfahren würde die Partei Tag für Tag in den Schlagzeilen halten. Auch die Deutschen sind in dieser Frage gespalten. Laut neuester Forsa-Umfrage für RTL und NTV sind 47% für ein Verbotsverfahren, aber 48% dagegen. Klar ist, die AfD ist weiter im Höhenflug. Bundesweit liegt die Rechtsaußenpartei in unserer Umfrage derzeit mit 22% auf Platz 2 hinter der Union. Zahlen, die den vielen tausend Demonstranten wie hier in Köln große Sorgen bereiten.